Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family und heute geht es um die Haut und zwar um allergische Hautreaktionen und Hauterkrankungen und wie man diese unter Umständen verbessern kann oder verhindern kann. Ja, allergische Reaktionen der Haut, manche kennen das von euch. Es gibt unterschiedliche Formen davon. Ja, es gibt Sachen, die jucken, die kratzen, die stechen, die brennen, wo es rote Flecken gibt oder ähnliche Dinge, wo es Pusteln gibt. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Das eine ist die klassische Kontaktallergie. Das heißt, wenn die Haut in Berührung kommt mit Substanzen, die sie nicht gut verträgt oder Metallen, dann kann sie sofort reagieren. Das merkt ihr dann meistens auch recht schnell. Viele kennen das als die Nickelallergie. Ja, Nickel wird in Schmuck oft nicht vertragen. Das ist eine Reaktion der Haut. Aber was reagiert da eigentlich? Das, was da reagiert, ist das Immunsystem. Das sind die T-Lymphozyten. Und die sind einfach darauf trainiert, auf bestimmte Proteine zu reagieren. Im Idealfall natürlich nur auf pathogene Bakterien oder Viren, aber manchmal eben auch auf andere Stoffe, auf die sie irgendwie trainiert sind, auf die sie irgendwie reagieren. Das kann eine völlig normale Reaktion sein, gerade bei Chemikalien oder anderen Schadstoffen, die ja teilweise in den Kosmetikern, die wir benutzen, oder Hygienemitteln drin sind. Die sind oft einfach giftig. Die sind oft einfach nicht gut für die Haut. Und da liegt auch schon der Schlüssel. Also im Idealfall ist da dann die Vermeidung. Es gibt aber eben auch Reaktionen, die kommen durch ein überaktives Immunsystem bei der Kontaktallergie. Und da kommen wir gleich drauf, was heißt eigentlich überaktives Immunsystem. Denn es gibt noch eine zweite große Form der Hautallergie. Und das ist die, die plötzlich erscheint an der Haut, ohne dass ich mit irgendwas in Berührung gekommen bin. Und diese Form der Hautallergie kommt in der Regel von innen. Die kommt meistens aus dem Darm. Das heißt, der Darm spielt eine Riesenrolle für die Erscheinung auf der Haut. Wenn wir das uns vorstellen, die Haut außen und die Haut innen im Darm sind im Grunde miteinander verbunden. Wir haben eine direkte Verbindung von der Außenhaut und der Innenhaut. Ja, das ist ja so, die Außenhaut geht am Mund in der Lippe über in die Schleimhaut. Da fehlt quasi die harte Epithelschicht. Aber dann ist es ansonsten auch ganz normale Haut. Geht dann über die Speiseröhre in den Magen, ist immer noch Schleimhaut in den Darm, Dünndarm, Dickdarm und kommt dann am After wieder raus und wird wieder zu normaler Haut. Das heißt, unsere Haut ist nahtlos miteinander verbunden. Und deswegen ist es oft so, dass wir, wenn wir chronische Darmerkrankungen haben oder Symptome im Darm, dass man das auch auf der Außenhaut am Körper sieht, an unterschiedlichen Stellen. Das kann das Gesicht sein, das können die Hände sein, die Füße oder andere Körperpartien, wo man dann Hautprobleme sieht. Und da ist es am einfachsten, am meisten erfolgversprechend, wenn man auf die Ernährung achtet. Am meisten, den größten Bestandteil, die größte Auswirkung haben Milchprodukte jeglicher Art, egal von welchem Tier. Und aber am schlimmsten ist allerdings die Kuhmilch wirklich. Dann sind sehr tragisch die Proteine, die tierischen Proteine, tierische Fette können Probleme machen. Also Fleisch, Fisch, Eier, da sind Substanzen drin, Proteine drin, auf die wir reagieren können. Und aber, was wir nicht vergessen dürfen, ist das Gluten. Meistens ist es da der Weizen, der macht die größten Probleme, manchmal aber auch das komplette Gluten, also auch Dinkel, Roggen, Emmer und andere glutenhaltige Getreidearten. Wenn ihr da also nicht sicher seid, dann am besten mal einfach das weglassen. Glutenfrei essen und frei von tierischen Proteinen und den Darm aus der Entzündung rausholen. Denn wenn der Darm so eine leichte chronische Entzündung hat, die man nicht unbedingt spürt, ihr müsst keine Bauchschmerzen deswegen haben, aber sie kann trotzdem da sein, dann entstehen solche sogenannten Leaky Gut-Syndrome. Das heißt, dass die Verbindungen der Zellen sich etwas lockern durch die Entzündung und es kommen plötzlich Proteine ungefiltert ins Lymphsystem hinein und werden dort vom Immunsystem gescannt. Das Immunsystem reagiert dann quasi darauf und wird überaktiv auf Fremdstoffe. Und dann kann es sein, dass Stoffe, die von außen auf mich zukommen, plötzlich massive Allergiereaktionen auslösen. Das ist das, was ich vorhin am Anfang sagte mit überaktivem Immunsystem. Das bedeutet, wenn ihr Probleme habt mit der Haut, wenn ihr betroffen seid, das Erste, woran man natürlich denkt, ist erstmal die Dinge vermeiden, die mit der Haut in Kontakt kommen. Also kein Schmuck, der nicht rein ist, keine Kosmetika oder andere Waschmittel, die irgendwie nicht natürlich sind. Da muss man tatsächlich vielleicht unter Umständen etwas mehr Geld in die Hand nehmen für Produkte, die rein sind, die also kein billiges Massenprodukt sind. Ja, kein Shampoo für 60 Cent, sondern einfach wirklich mal was ein bisschen teurer ist unter Umständen, wo aber natürliche Sachen verarbeitet sind. Gibt es zig Hersteller, die das anbieten. Das kriegt ihr in den Bioläden, Biomärkten, das kriegt ihr aber auch irgendwo, es gibt Ringana zum Beispiel als Firma. Also es gibt verschiedene gute Dinge, wo ihr da was bekommen könnt.
Macht euch schlau, das Internet gibt euch alle Informationen. Das zweite ist tatsächlich, dass man versucht auch zu entgiften, denn die Haut ist tatsächlich die Stelle, wo viele Gifte nach außen gedrängt werden. Und diese Entgiftung der Haut spielt eine Rolle. Das kann man machen über Basenbäder oder aber über eine innere Entgiftung, indem man eine Schwermetallentgiftung macht oder einfach eine andere Form von Entgiftung. Da gibt es unterschiedliche Arten. Ja, zum Thema Schwermetallentgiftung haben wir für euch einen extra kleinen Kurs mal gemacht. Den könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. Könnt euch einschreiben. Wir verlinken das hier unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr kostenlos diesen Schwermetallentgiftungskurs machen und könnt da schon mal ansetzen. Oder? Das wäre schon mal ganz gut. Ja, und eben die Ernährung. Also passt auf, was ihr esst. Lasst diese Allergene mal weg. Versucht es mal für 8 Wochen, für 12 Wochen mal komplett zu verzichten auf Milchprodukte, auf glutenhaltiges Getreide und eventuell auch auf die ganzen tierischen Lebensmittel. Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr vertragt oder nicht, man kann das austesten. Wir testen es in der Praxis für Patienten aus. Ihr könnt auch selber lernen, wie man es testet mit dem Dr. Mama System. Und habt dann da einfach alle Tools in der Hand. Auch da gibt es ein Webinar, das wir machen. Das können wir euch gerne auch verlinken hier unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr da euch anmelden und könnt im Webinar einfach lernen, wie ihr euch selber testen könnt. Wenn ihr das alles beachtet, haben allergische Hautreaktionen in der Regel die Chance zu heilen. Auf dem Weg dahin, wenn ihr zum Hautarzt geht, kriegt ihr meistens eine Cortisonsalbe, um die Allergie, um das Immunsystem zu unterdrücken, um die Reaktion des Immunsystems zu unterdrücken. Das ist nicht so optimal, weil es verdrängt natürlich das Ganze nach innen. Im schlimmsten Fall kann man das mal für eine kurze Zeit machen, aber es sollte auf keinen Fall eine Daueranwendung geben mit Cortison oder cortisonhaltigen Salben, denn das ist immer nur eine Symptombehandlung und nie die Ursachenbehandlung. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht und macht's gut, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dass ihr auch benachrichtigt werdet. Und ich wünsche euch alles Gute im Namen von mir und von der Praxis Family. Ciao!